Silas hat einen Freund gewonnen, den humpelnden Bein Godik, der als Kuhhirte in dem Sumpfdorf lebt, in dem man Silas seinen kostbaren schwarzen Hengst gestohlen hatte. Doch Philipp, der Schwert- und Feuerschlucker, ist aufgetaucht. Ausgerechnet in Bein Godiks Versteck, in dem Silas die Nacht verbringen wollte, schlachteten Philipp und die Seiltänzerin Nanina ein gestohlenes Schwein. Philipp war der Letzte, dem Silas in die Arme laufen wollte, denn von seinem Zirkus war er weggelaufen, weil man ihn dort lieblos und gemein behandelt hatte. Und Silas will seine Freiheit, koste es, was es wolle. Sau ich dich, Wendel, weich, dann schneide ich dir die Sehnen an den Füßen durch, damit du nicht mehr weglaufen kannst. Und dann, mein Junge, wärst du der jüngste Schwertschlucker der Welt. Dann brauchen wir die Schweine nicht mehr zu stehlen, sondern können sie uns kaufen. Gut, dass wir den Jungen wieder haben. Ich bring Silas zu dem Wagen. Aber tu ihm nicht so weh. Du hast mich auch nicht lieb. Schnauze. Verdammte Rotz, Junge! Nanina, hilf mir doch! Nanina, beeil dich doch! Was hat Silas dir schon wieder getan? Hast du das? Ja. Grünspan und Entenbeck. Was sind das für Dinger? Otterfallen. Aaron, der Otterjäger, hat sie ausgelegt. Bist du auch mal in so ein Ding getreten? Quatsch, mit dem Ball bin ich schon auf die Welt gehüpft. Silas! Silas! Komm zurück, du weißt doch, dass wir dich lieb haben! Lass den Quatsch. Komm, wir müssen von hier verschwinden. Deine Mutter? Ja. Soll ich dir helfen? Halt's Maul, geh. Komm hier lang. Du hast mich gerettet. Danke. Ach, hör doch auf. Da, die habe ich für dich gemacht. Für dein Messer. Sonst stichst du dir noch ins Bein. Das ist Otterfell. Hat mir der Otterjäger geschenkt. Der ist nicht so wie die anderen. Das ist das erste Mal. Also ich habe noch nie was geschenkt bekommen. Danke. Dir einen feinen Freund ausgesucht. Otterjäger, du hättest ruhig früher kommen können. Seine Leute wollten ihn verschleppen. Ach, was den doch nicht. Das ist doch der Bartholin das Pferd abgenommen hat. Morgen früh, beim ersten Hahnenschrei, kommst du ins Dorf. Ja, aber... Na, was willst du? Dein Hengst zurück, oder? Ich habe ihm von dir erzählt, aber er wusste schon alles. Auch, dass die Flussfischer dich eingesperrt hatten. Warum hat er mir da nicht geholfen? Wenn du allein zurechtkommst. Aber jetzt hilft er mir. Das sieht so aus. Du, ich muss jetzt gehen. Komm morgen früh mit dem ersten Hahnenschrei ins Dorf. Aber pass auf, dass dich keiner sieht. Wenn du dich so auffällig benimmst, weiß bald jeder, dass du nicht abgesoffen bist und dein Pferd zurückhaben willst. Wo ist es denn? Dort drüben im Stall. Du
Langsam. Emanuel hat den Stall mit Raketen verrammelt und hat sich bis an die Zähne bewaffnet. Da ist jetzt nichts zu machen. Geh erst mal aufs Dach und wart ab. Darauf und dann? Wart erst mal ab. Hier klaut keiner ein Schwein. Die steche ich ab. Richtig wie Säue muss man sie abstechen. Die sind die ganze Nacht hier rumgeschlichen. Sie haben eine höllische Angst wegen der Räuber. Wenn die wüssten, wer der Räuber ist. Vorsicht! Hast du einen von den Räubern gesehen? Keine Seele. Geht's gut? Muss es. Hey, Bartholin, du bist doch nicht nur wegen des Marktes gekommen. Um diese Zeit liegst du doch sonst noch im Stroh und zählst dein Geld. Ah, jetzt weiß ich's, du willst dein Pferd zurückkaufen. Dass wir das Schwein gestohlen haben, oder? Warte. Da sind Pferdediebe. Guten Tag. Bitte lassen Sie uns doch hier durchgehen. Wir sind vom Zirkus. Und möchten Sie ein wenig unterhalten? Bist du der Degenschlucker Philipp? Mhm. Wo ist der Junge, der mein Pferd gestohlen hat? Welcher Junge? Welches Pferd? Nun, dein Säbelschlucker Lehrling. Er heißt Silas. Was? Silas? Wo ist Silas? Dein Silas hat dem braven Bauern hier ein Pferd gestohlen. Einen schwarzen Hengst. Glaub ich nicht. Ich möchte wissen, wo Silas ist und wo ist dieses Pferd. Das Pferd ist in meinem Stall. Dann kann er es ja wohl kaum gestohlen haben. Ich hab's ehrlich gekauft. Habt ihr was von Räubern gesehen? Wir pflegen keinen Umgang mit Räubern. Mir haben sie mein dickstes Schwein geklaut. Wie schwer war's denn? Mindestens 100 Kilo. Heute ist doch Markttag, oder? Ja, wie alle 4 Wochen. Dann seid so gut und räumt das bitte weg. Ja. 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 Ja.
Pepe, Carlos, Vanina, los, Beeilung, Aufbau. Machen wir die Straße frei. Ich habe einen Kupferkessel mitgebracht. Bist du verrückt, bleib oben. Wann ist Emanuel endlich den Schwarzen aus dem Stall? Später, wenn der Krämer seine Waren anbietet. Da will er sein Pferd verkaufen. Bartolin will es wieder haben. Ich weiß. Ich hab Hunger. Ich schau mal, was ich machen kann. Bleib in jedem Fall oben. Meine Damen und Herren, sehr verehrte Herrschaften, ich habe die große Ehre, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. In der ersten Abteilung sehen Sie Nanina, die Königin des Salz. Keine Vorstellung! Führ zuerst das Pferd vor! Wo ist Pepe? Er soll spielen und Stimmung machen. Wenn der Krämer da ist, dann sitzt dem Bauern das Geld locker. Du kennst Pepe. Er ist traurig wegen Silas. Ne, blöder Hund. Und nun, verehrte Herrschaften, sehen Sie Nanina mit dem Tanz der beiden Schirme. Ja. Oh, Silas, mein Silas, verschwinde! Nur mit meinem Pferd. Bitte, au ab! Wenn Philipp dich kriegt, tötet er dich! Daran bin ich gewohnt. Der Bartolin bringt mich glatt um. Und gestern Nacht wollten sie mich verkaufen. Und der Emanuel, der mein Pferd hat, wollte mich sogar ertränken. Also geht es dir jetzt auch nicht besser? Ich habe ein Pferd. Das heißt, ich hatte ein Pferd. Aber wenn du mir hilfst, komm, da. Und seine grönländische Eishunde. Alle, na komm. Alle, komm, komm. So, brav, komm, komm. Alle, alle, alle. Ja, bon. Hol mir den Pepe her, aber schnell, los. Ist gut. Meine Damen und Herren, in der nächsten Abteilung sehen Sie mich. Oh,
Bleib ruhig liegen. Ich zieh's dir raus. Bleib still. Bleib doch still. So. Na komm. Das war Silas, dieser hundsgemeine Schweinekerl, dieser Pferdedieb, dieser Verbrecher. Aber eins sag ich dir, wenn ich den mal erwische, dann schneide ich ihm nicht nur alle Sehnen an den Füßen durch, nee, ich breche ihm alle Rippen. Und dann kann er als Gummimann im Koffer mitreißen. Philipp. Los, geh rum. Bitte. Danke. Komm es weit. Silas, mit deinem Pferd musst du noch ein bisschen Geduld haben. Ne? Aber es ist das Einzige, was ich habe. Du hast es noch nicht. Aber ich krieg's. Du, ich hab dich erkannt. Der Otterjäger auch. Du bist ganz schön schlau. Besser als auf dem Dach. Gleich soll dein Pferd versteigert werden. Das ist mein Pferd. Das ist mein Pferd. Es ist mein Pferd, Emanuel. Du hast es dem Jungen gestohlen und ihn ersäuft. Ich weiß alles. Kauf's doch zurück. Wenn du genug Geld dabei hast, kannst du sie ersteigern. Bartolin, ist es wahr, dass du ein Pferd an einen Jungen verwettet hast? Den Teufel habe ich getan. Silas hat das gestohlen. Na, Pepe? Ein Silas ist in der Nähe. Ich rieche ihn und ich krieg ihn. Verzeihen Sie, mein Herr. Wir wollen Maria an Sie verkaufen. Eine Blinde bringt einem Zirkus doch Geld. Sie viel? Nur wie ein Spatz. Ein Körnchen hier, ein Körnchen da, so gut wie nichts. Aha. Wir können später drüber reden. Komm, Maria. Ja, Mutter. Oh, komm mal her. Willst du das kleine Mädchen kaufen? Was geht denn das dich an? Sehr viel. Lass die Finger von ihr. Ach ja? Genau. Alles Vorzugspreise, alles. Die Jacke passt dir wirklich gut. Die Liebe ist auch mir lange nicht mehr geschehen. Willst du dir nichts kaufen? Gibt's nichts, was dir gefällt? Was du brauchen könntest? Ich habe kein Geld, aber ich brauche auch nichts. Ich mag dich. Es ist meins! Es ist meins! Ihr könnt es doch nicht einfach verkaufen! Das Pferd gehört mir! Warum schreist du denn so? Beweis uns, dass es dein Pferd ist. Aber wieso? Ich kenne es doch! Glaubt ihr etwa, ich kenne mein Pferd nicht wieder? Dann kauf dein Pferd doch zurück. Ich? Mein eigenes Pferd? Ich hab doch schon mal bezahlt. Eine gute Tat kann nicht oft genug wiederholt werden. Glaubst du mich auch, Bartolin? Ihr seid die Räuber. Nicht da draußen lungen die Räuber rum. Ihr,
Hier seid ihr Räuber. Dann biete doch. Ich biete 300 Silberstücke. Der wäre doch was für uns, oder? Mhm. 400. 410. 500. 600. Otterjäger, woher nimmst du so viel Geld? Kann ich das Pferd nicht gegen ein anderes eintauschen? Nicht gegen eins, vielleicht gegen alle anderen. Was, Emanuel? Ja, für ein ganzes Gespann kannst du es haben. Kommt gar nicht in Frage. Räuber, das ist Quatsch. Ich biete 650. Du lässt jetzt auf dem Pferd steigen und davon reiten, was? 650. 700. 750. 760. Ich will 780. 800. Hör auf, du willst es ja gar nicht. Ach nein? Was willst du? Aufs Pferd. Und wovon willst du es bezahlen? 810. 850. Hört auf! Es ist mein Pferd! Mein Pferd! Red keinen Quatsch, bis jetzt gehört es immer noch mir. Steigere weiter mit oder halt den Mund. Räuber! Sei doch endlich ruhig. Woher weißt du, dass 880. ich es bin? Es sind deine Schritte. Sie wollen mein Pferd verkaufen. Mich wollen sie 900. Auch verkaufen. Da kennst du den Otterjäger aber schlecht. 1500! Abgemacht! Gilt! Man hat mich bestohlen. Man hat mich bestohlen. Man hat mich bestohlen. Also 1000 hier und 500. Die sind für mich. Ohne mich hättest du nie so viel Geld für das Pferd bekommen. Ihr habt alle zugesehen. Der Handel war korrekt. Hör mal gut zu, Fischer. Das ist für Essen und Trinken, für Maria. Aber vorsichtig. Tut ihr Maria was, dann werde ich euch im Sumpf besuchen. Nehmt euch in Acht. Wenn du meine Mutter liebst, dann kümmere dich um sie. Godik, wo willst du hin? Lass nur. Hey, hallo, hey! 1500 Stück Silber, da rinnen sie weg. Mein schönes Pferd, es war viel zu teuer. Mein schönes Pferd! Ah!